heutigen Video soll es um das Thema Corona gehen. Allerdings wollen wir versuchen, die Krise auch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Herr Unemüller, Sie sprechen von einem Motor der Veränderung. Was genau können wir uns darunter vorstellen? Die Krise als Motor der Veränderung, ich glaube, das war sogar mal die Aussage von einem großen Industriellen, weiß ich jetzt gar nicht, ist auch nicht so wichtig, aber die Botschaft ist, glaube ich, genau richtig. Wann verändern wir uns? Wir Menschen sind nicht so richtig gemacht für Veränderung. Das hat vielleicht was mit unserem evolutionären Erbe zu tun, aber wir brauchen die Veränderung, wir brauchen die Anpassung, das wissen wir spätestens seit Charles Darwin, dass es in der Evolution nicht um Stillstand geht, sondern um Weiterentwicklung und Anpassung. Und ganz ehrlich, wann verändern wir uns? Wir haben eine Krise im Job, wir haben vielleicht eine Krise in der Beziehung, wir haben eine Krise in der Gesundheit oder wir haben eben eine globale Krise. Und das ist für mich immer so was wie ein Hallo-Wach-Ruf, also ein Weckruf, wo es darum geht, die Perspektive zu wechseln. Aus der Komfortzone werden wir jetzt rausgekickt, wir werden wirklich rausgekickt, weil die Lösungen liegen immer auf der anderen Seite. Genau, ja. Vielen Dank dafür. Dann sehen wir uns in unserem letzten Video wieder.